hinten ist noch ein grüner Strahl. Wenn wir schon hier sind. Ja, da ist das Sarko, ich sehe es. Ja? Und da ist auch ein Hai im Wasser drin. Ein riesen Fisch war da eben, ja, ein Riesenvieh. Ein Hai, glaube ich, so eine. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die heißen Megalodon oder so. Den sollten wir versuchen zu meiden, das ist so der T-Rex des Wassers. Ja? Ich habe keine Lust, Fischfutter zu werden. Da ist ein Tilo. Okay. Hier, wir können mal auf der Insel den Außenposten, oder? Ich würde ihn eher auf dem Eiland bauen. Okay. Wenn wir den auf der Insel machen, dann müssen wir immer so, also müssen wir immer hierher schwimmen und so. Ja, stimmt. Also von mir aus, also du bist der Bauchef. Du bist der Bauchef. Wenn du das hier gut findest, vielleicht ist es gut. Ich habe hier keine Erfahrung mit so Inselsachen. Na, die grüne Strahl kann ich noch nicht holen, ne? Nee. Auf 15. Du da kannst. Folgt dir gerade ein kleiner Kompi. Zwei Kompis. Zwei. Drei. Oder? Oh, oh, oh. Greif mich schon wieder an. Ach, guck mal, das ist ein Hide-Outfit. Du hast ja noch Unterstützung von meinen. Die Kombis sind ganz schön aggressiv hier, die kleinen Viecher. Und diesmal waren es ganz schnell ganz viele. Ich leg dir mal das Hide-Outfit hier in dein Dino rein. Ich finde eigentlich, wenn man zu viele Dinos hat, finde ich das vollkommen unübersichtlich. Ich weiß nicht. Aha. Ah, danke für das Hide-Outfit, ne? Wieso unübersichtlich? Ja, gerne. Ja, am liebsten würde ich immer nur mit so einem Dino rumlaufen. Ich weiß nicht. Weil irgendwie... Also sind die ganzen Bloppen bei mir die ganzen grünen Namen da oben auf und da muss ich auf so viele Dinos auch Acht geben. Die kann man ja ausmachen, auch die Namen. Die sterben dann mir zu schnell. Ach Mist, den kriegen wir nicht mehr. Ach, hier liegen noch Kompis auf dem Boden. So, ich zieh mir mehr das Hide-Outfit an. Jetzt habe ich deinen, glaube ich, eben wieder gerufen. Ja. Da ist noch ein Kompi. Sehr schön. Passt auch der Hut besser jetzt. Rufst du deinen wieder? Oh, den Skin habe ich ja gar nicht mehr, ne? Den Cowboy-Hut-Skin. Ich glaube, den kriegst du beim Einloggen oder so wieder. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte den plötzlich dann wieder. Ist egal, dann behalte ich mir erstmal diese Lederkappe da auf. Du musst den Nathan nochmal rufen. Eben gerade als der Para abgehauen ist, habe ich nochmal alle gerufen, damit sie nicht hinterher machen. So, gucken wir mal. Hier ist es gefährlich gewesen, hier bei der Megalodon, ne? Hier ein bisschen vorsichtig, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir hier rüber überhaupt drüber gehen sollten. Jetzt folgen mir alle. Da ist er. Oh nein! Na, schnell nicht, wieder raus. Nicht hier rüber, komm schon. Dann bleibt ihr hier am Ufer. Vielleicht sollten wir den mal zu zweit probieren und die Dinos auf passiv stellen. Da ist er, hast du ihn gesehen? Ja, irgendwas war da im Wasser. Warte mal, das ist gar kein Megalodon, das sind doch die Fische. Ja, das sind doch die Fische, die man füttern kann. Ach ja, stimmt. Na also, da können wir hier auch einfach rübergehen. Da wo die sind, da ist ganz sicher kein Megalodon. Da hätten die schon längst. Ja, da hätte ich schon längst weggefarmt, ne? Ja. Aber doppelt und dreifach. So, ich würde sagen, noch ein bisschen in die Richtung und dann lohnt sich der Außenposten richtig. Ja, ich werde den Außenposten dann aus Holz errichten, denke ich. Vielleicht dann an einem Ort, an dem es viel Holz gibt? Ja, gucken wir mal. Kann es sein, dass die Fische uns folgen? Die folgen, ne? Welche Fische? Ach so, tatsächlich. Komisch, das ist mir noch nie aufgefallen. Die wollen Gesellschaft. Ach, schon wieder Kompis. Ihr kleinen Kröten, ihr. Ihr nervt. So, danke. Ich habe mal ein paar Bären aus deinem Trike gestohlen, ne? Ja, gern. Hier, die Lophorosaurier folgen mir mittlerweile, ne? Ist in Ordnung. Das stört mich jetzt gerade nicht. Okay.
Die können dein Nathan ein bisschen bewachen noch, solange er das Leben hat. Also es sind jetzt nicht meine Lieblingssaurier, falls die sterben sollten oder so, ist das gar nicht so schlimm. Okay, na, die werden schon nicht sterben. Ich habe die zwar schon gerne und die haben auch tolle Namen. Ja. Vor allem Nachtfeuer mag ich gerne, weil in der Nacht blüht der so rot. Das gefällt mir gut. Wir passen schon auf die auf. Aber, ja, zu dritt, wenn ihr da zu dritt oder zu viert sogar unterwegs seid, da passiert ja auch nicht so schnell was. Wir passen schon darauf auf, ne? Kommt, meine Freunde. Wieso greifen die doch jetzt? Greifen sie an? Ich dachte schon, warum greifen die nicht an? Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe sie auf neutral gestellt eigentlich. Nimm dir einen, ne? Bau dir einen ab. Hat zwar Meile Bola verbraucht, aber ich habe noch genug Bola. Okay. Können ja auch noch mehr Dinos besiegen und dann kriegen wir auch wieder mehr Bolas. Mehr Hide, weil ich brauche mehr Hide. Die zwei Schildis könnten wir nehmen. Ja, ich bin nicht so schnell, ich muss ein bisschen was reparieren wieder. Es geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Och, du hast den gar nicht ganz abgebaut. Doch. Ah ne, meine Steinachse ist kaputt gegangen zwischendrin. Die Lust, die wollen nicht mehr, die verschmähen Fleisch. Was ist denn los mit euch? Ach, jetzt. So. So. Und? Nehmen wir die Schildkröten? Ja, ey, warte mal kurz. Dann lieber nicht. Ich muss ein bisschen was reparieren. Ich muss auch ein bisschen. Ich bin nicht so schnell immer. Wieso kann ich nicht. Die sind E-Mate boosted. Stroh brauche ich. Oh. Mann. Jetzt schnappe ich mir jetzt einfach die Dodos hier. Hat er Stroh? Hat Stroh. Gut. Immer dieses blöde Überladen. Ja, ich habe jetzt extra schon, ich glaube, 4 Punkte auf Gewicht gemacht. Ja, habe ich jetzt noch nicht. Später hat man ja auch Metallsachen, die sind dann auch noch ein bisschen schwerer. Da lohnt sich dann noch mehr. Ja, wahrscheinlich. Sonst komme ich nachher gar nicht mehr vorwärts. Zaps. Lecker Hühnchen. Jetzt kriegt der erstmal diese Sachen hier. Komm. Kriegt wieder die Sachen reingehauen. Die ich nicht brauche. Komm, den Jägerhut, Stoffschuhe. So, jetzt dürfte ich eigentlich wieder. Oder wie viel Steinäxte ich habe? Ich habe doch mehr als ich dachte. Ich hätte es gar nicht reparieren müssen. Egal, komm. Weiter, immer weiter müssen wir auf unserem Weg. Kannst du immer noch verbrauchen unterwegs. Ich muss auch Stein abbauen. Ja, spätestens wenn wir dann den Außenposten bauen und ich dann auch Holz abbaue, dann werde ich sie wahrscheinlich benötigen. Boah, das ist ja cool hier hinten. Was ist das denn? Hier in der Nähe haben Pete's Meat mal eine Base gebaut. Oh, Stegosaurier sind da oben. Also nicht hier unten, sondern ein Stück weiter noch. Ach, okay. Hier könnten wir auch einen Außenposten jetzt hier am Strand bauen. Jetzt sind wir weit genug schon weg. Ja, können wir gerne. Oh, da hinten kämpfen zwei Dinos. Ich glaube, es ist ein Dilo und ein Pachi. Ja, wir machen das da hinten, wo die gerade kämpfen. Das ist prädestiniert dafür, für einen neuen Außenposten. Das Wasser ist hier tief, aber ich sehe keine fiesen Fische. Na, und hoffentlich. Heiß ist es hier. Heiß, heiß. Der Dilo hat den besiegt, den Pachi. Oh Gott, der muss ja hochstufig sein. Ja? Lass mich mal sehen. Welche Stufe hast du denn? Level 50, 20, das ist ja gar nicht so viel. Nö, ist noch einer. Das sind zwei Dilos. Level 4, nö. Vielleicht war der Pachi aber auch ganz mickrig. So, dann besiege ich den gerade. Weg mit dir. Nathan kriegt den hin, oder?
Ich weiß es nicht. Vorsicht. Oh nein. Und der ist schon ganz schön verletzt, der Nathan. Boah, das war aber knapp. Guck mal, der blutet. Stimmt. Der Dilo macht... Naja, die Hälfte hat er abgezogen bekommen. Oh, hab ich gerade einen Schreck gekriegt. Okay. Das war... Das war ja eine glückliche Rettung, dass wir den noch gefunden haben in der 10. Session. So, dann den noch weg. Ich muss Acht geben auf den. Nimm du ihn. Ja, wenn deine Dinos mal... Kommt mal her. Geht mal weg. Da ist eine Möwe. Sehr schön. So, ich baue hier gerade den Außenposten, ne? Die dreht da hinten gerade hohl. Die dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Was ist es denn da? Wenn du das erste Fundament gesetzt hast... Das ist eine Schildkröte, oder? Das ist eine Möwe. Ach, eine Möwe. 15. Nee, die will ich nicht. Ich tue die ein bisschen näher am Wald, dass ich dann auch Holz abbauen kann. Ja, mach's doch hier hin. Dann spawnen die Bäume da hinten noch. Wenn du die da direkt an den Wald baust. Ja, stimmt. Wir können doch noch ein Stück nach vorne gehen. Nee, so ist in Ordnung. Ich mach die hier hin. Dann spawnt hier auch alles wieder nach. Jetzt schau ich erst mal. Also mit Holz? Dann gehe ich nämlich jetzt auch Holz sammeln. Was ich denn brauch? Und die Dilos lasse ich dir hier, ja? Falls hier mal was Gefährliches auftaucht. Gott, ich dachte, ich hätte Holz. Dass Warte. Du nicht alleine ist und so. Ja, okay, ja. Nee, ich hab doch kein Holz. Hä? Ich dachte, ich hätte Holz gelernt. Holzfundament, meinst du? Ja. Du musst erst das andere lernen, dann kannst du auch das Holzfundament lernen. Das raff ich jetzt gerade nicht. Nee, hab ich noch nicht. Holzwand? Doch, Holzfundament hab ich. Mhm. Aber irgendwie... finde ich das nicht hier in meiner Liste drin, zum Bauen. Vielleicht gibst du es oben mal ein. Da gibt es so eine Suchfunktion. Okay. Manchmal finde ich die Sachen auch nicht. Die Bola zum Beispiel. Doch, da habe ich es immer. Komisch. Ich brauche da Holz, Stroh und Fasern. Okay. Nein, hast du viele Fasern mitgenommen? Sonst müssen wir hier wieder Bären farmen. Fasern. Ich guck mal, T-Rex sagen. Ja, er hat nicht so viele Fasern dabei. Aber ich schau mal. Was habe ich gesagt? Holz? Stroh und Fasern. Stroh und Fasern, ne? Aber ganz viel Holz, glaube ich. Und wenig Stroh und wenig Fasern. Das heißt aber, ich muss jetzt ein bisschen was ablegen. Sonst schaffe ich das nicht. So. Ich komme dann zu dir, mach dann erstmal eine Truhe hin, da können wir ja alles sammeln. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Los, Athena. Kann ich schon ein Fundament machen? Dann haben wir direkt diese verrückte Möwe vor der Haustür, sehr schön. Nein, fehlt mir sogar noch Holz. Oh Gott, 80 Holz. Huiuiui. Da brauche ich viel Holz. Also 8. Eine Truhe. Da tun wir mal gerade alles reinsammeln, würde ich sagen. Genau. Hier. Ich habe nämlich nur noch 5 Fasern. Das ist fast nichts mehr. Ich kann mit Holz kann ich dienen und mit Thatch, da kann ich dienen, aber mit Fasern nicht mehr. Na egal, wir bauen einfach jetzt mal ein bisschen was ab und schauen mal, was wir dann am Schluss rausbekommen. So. Das müsste ja auch schon... Oh, da ist auch ein Dimorphodon. Ja, der hat eben gekackt. Er hat gewusst, dass wir über ihn sprechen. So macht er sich bemerkbar. So, ich hatte mal hinten auch ein bisschen Holz. Dum, 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 dum. Oh, der landet direkt bei uns. Dann holen dir, wenn du möchtest. Nee, der landet nicht. Der fliegt ganz kurz über den Gitz. Ja, Stufe 9 ist ein bisschen mickrig. Ja, mein Raptor war auch nur Stufe 10. Aber ich wollte einfach nur einen Raptor haben, glaube ich. Ja, aber ich finde es ein bisschen mickrig mit Stufe 9. Ich hätte gerne so über Stufe 10, dann ist das okay. Sonst stirbt er sofort. Er hat eh so wenig Leben. Ja, gut. Musst du entscheiden, ne? Ja, jetzt erstmal nicht. Oh, immer dieses blöde Überladen. Tu ich mal in den Raptor mal rein. Der ist leider kein gutes Lastentier.
Was? Wie bitte? Da ist mein Trike schon nützlicher. Ja, aber ein bisschen was kann der ja auch tragen. So ist es nicht. Das Mammut ist auch toll. Mit dem Mammut kann man ganz schnell viel, viel Holz farmen. Oh ja, so ein Mammut wäre auch geil. Und da sind wir ja auch gerade unterwegs. Zum Wintergebiet. Wenn wir jetzt hier weitergehen am Strand, kommen wir dahin. Dann können wir ja auch mal in ein paar Folgen vielleicht gucken, wie es da so aussieht. Vielleicht magst du auch einen Wolf. Ein Wolfsrudel finde ich auch ganz cool. Gibt's eigentlich da auch Nashörner? Wollen Nashörner? Nee, ne? Das ist noch ein Vogel. Sehe ich. Das ist auch so eine Möwe. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Da ist ein Dimorphodon. Der ist Level 4. So, Holz, Holz, Holz. Das kann jetzt dauern. Keine Nashörner. Es dauert gar nicht so lange. Hast du mal in die Truhe geguckt? Ich habe da schon unheimlich viel reingemacht. Ja? Habe ich nicht geguckt. Das müsste mindestens für 3 oder 4 Fundamente schon reichen. So, die Kohle erstmal fallen gelassen. Ich habe genug Holz. So. Gut, dann schau ich mal in die Truhe rein. Oh, hier machen wir ein paar von den Insekten rum. Die sind schwierig zu erwischen. Nicht, dass die Stress machen hier. Vor allem für deinen Raptor könnte das gefährlich werden. Dein Inventar ist zu schwer, um zu springen. Oh Mann. Dass man auch hier so schnell überladen ist. Aber es ist ein Survival-Spiel, ich weiß. Geh zur Truhe und renn doch zur Truhe, wenn, solange du noch kannst. Und mach's einfach rein. Was ist denn jetzt los? Oh. Ja, ich habe ja gesagt, die Insekten machen hier rum. Oh, ich hab den Eintrag auch bekommen, ne? Ja, umso besser. Dann wirst du wenigstens nicht mehr gestört bei denen. Wenn die dich mal angreifen. Ja, schön. Wenn du die erste besiegt hast. Diese Einträge ploppen nämlich einfach auf. Ich finde das doof. Das müsste eine Meldung geben, die man dann anklicken kann, wenn man das gern möchte. Und nicht einfach das plötzlich über den ganzen Bildschirm anzeigen. Ja, stimmt. Weißt du was, ich schnapp mir den Dilo doch hier. Da erschreckt man ganz schön. Den Dimorpho, der ist Stufe 4. Der ist direkt von meiner Nase. Ja, wir hängen hier ja eh noch ein bisschen rum, glaube ich. Außerdem gefällt mir die Haarfarbe und so, also die Farben von dem. Sehr schön, sehr gut. Mist. Jetzt komme ich nicht an meinen Raptor ran. Ah, egal. Ich gucke erstmal, was ich hier so bauen kann. Ein herstellbares. Wo haben wir denn das schöne Holzfundament hier? Und? Geht schon einiges? Ja, 3 Stück kann ich momentan. Ja, dann kriegst du gleich sicher auch gleich eine Stufe. Ich krieg nämlich schon. Ja, zick, zack, Level up. Sehr schön. Hier, komm. Hau ich wieder da drauf. Okay. Was haben wir hier noch? Gibt es auch ein Holzdach? Nee, ne? Ja, gibt's auch. Das kann man aber. Weiß ich nicht, ob man das am Anfang schon lernen kann. Holzdecke. Kann ich. Nehme ich mit, komm. Zack. Ich will jetzt alles aus Holz. Schräge Holzwand, sowas muss man halt auch nehmen, ne? Schräges Holzdach. Holztür. Ja, wenn du das kennennehmen möchtest, also du bist Baumeister. Holztürrahmen wäre noch nicht schlecht. Und eine Holztür nehmen wir auch mit, komm. Dann haben wir das schon mal. So. Das heißt, der konnte auch noch was im Inventar haben an Holz. Ja. Das dürfte nochmal für was reichen. Wie groß sollen der Außenposten sein? Nicht so groß wie unser Haus da, oder? Also wichtig wäre, finde ich, dass man dann auch ein paar Dinos abstellen kann. Also mit Mauer am besten. Dieser Wohnbereich, der muss nicht sehr groß sein. Also 2 Betten wären schön. Dass wir da auch beide respawnen können. Ja, 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 klar. Aber sonst? Jetzt hast du dir noch gar nicht die Häute aus dem Dilo rausgenommen. Ich hab dir doch extra welche reingelegt. Sind noch 59 oder so drin. Ach, okay, guck ich gleich mal. Ist jetzt nicht schlimm. Ich kann jetzt so viel auf einmal. Ich bin nicht multitasking-fähig. Ja, ist ja in Ordnung. Ich will jetzt erstmal hier, nehme ich das. Mach nur eins nach dem anderen.
Wo haben wir denn? Hä? Wo hab ich. Wo, ja, doch, da ist das Holzfundament. So. Zack. So, dann stellen wir das hier mal hin. So hier an den Strand, ne? Sehr gerne. Zack. Eimer. Two. Hier nochmal. So. Also, das siehst du auch das Bausystem mal. Ich glaube, das hast du noch gar nicht richtig gesehen. Ne? Doch, ich habe, glaube ich, ein, zwei Sachen mal gebaut gehabt, aber sonst nicht viel, wirklich nicht viel gesehen. Ja, stimmt. Es regnet, es regnet. So, es regnet, genau, es fängt an zu regnen. Regen, regen, regne. Und wieder Holz abbauen, was auch sonst. Wo hast du hier ein Schild hingebaut? Ja, an die Stelle, an der mein... Der Dimorpho liegt gerade. Ach so. Damit ich das wiederfinde, den sehe ich nämlich so. Ah ja, dann ist ganz nützlich wahrscheinlich. Winzig. Winzig, winzig ist er. Holz, Holz, Holz. Gerade gekämpft? Ja, hier. Die Dilo ist hier. Ach, gegen dich? Ja. Den schaffst du doch locker. Mein Nächsten verteidigt mich gar nicht gerade. Du musst den auf neutral haben immer. Na gut, so ging's auch. Leg dir am besten ein paar von den Befehlen auf Kurzwahltasten. Also vielleicht N. Ich glaube N ist nicht belegt. N für neutral. Ach scheiße! Hm? Oh Gott. Ich habe aus Versehen, sie ist mir genau in die Axt reingelaufen, als ich geschlagen habe. Die Athena, die ja. Sieht die halt genug aus. Mensch, Mensch, Mensch. Da musst du häufig zuschlagen. Ich glaube so eine Minute oder so, dann vielleicht stirbt sie dann, aber ich glaube ich nicht mal. Ja, okay, die ist mir nämlich genau in die Axt gelaufen. Ja, das ist normal, man trifft ab und zu auch mal die Dinos. Da bin ich doch ganz schön erschrocken. Ist mir auch immer leid, aber es kommt vor. So. Weiter geht's. Oh Gott, da muss man doch ganz schön viel abbauen. Mhm. Dam, dadam, dadam. Es wird gleich wieder dunkel. Könnten wir ja auch das. Also die. Wie heißt das? Die Wände aus Stroh machen und die Fundamente halt erstmal aus Holz. Aber ich finde es eigentlich gut. Oder das Dach vielleicht aus Stroh. Oder so. Das Dach können wir kurz auf Stroh machen, denke ich. Weil sonst brauchen wir noch ewig. Geh erstmal zurück. Die ist kalt, ich weiß. Nehmen wir die Fackel. Wir haben ja genug Beeren, macht gar nichts. Ja, ja. Wenn es nicht eiskalt ist. So, ist was wieder in der Kiste drin? Oh ja, wieder Holz, sehr schön. Hast du abgebaut, ne? Ja, ich habe auch noch mal Holz. Und wenn wir noch Stroh brauchen, dann gehe ich mit dem Trike ein bisschen farmen. Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Mist. So, mein Nächsten schafft es. Nein, gegen drei Kompi schafft er. Oh, ich hasse das. Ah. Manchmal bin ich hier doch ziemlich unbeholfen. Hat er sie jetzt schon, oder? Ja, die hat er doch geschafft. Oh, Mann. Ah. Ich bin nicht gemacht für ein Survival-Spiel. So. Da ist noch ein Kombi, ne? Holzdecke, Holztür, Holzwand, Holzfundament. Du brauchst einfach einen Sattel, dann springst du einfach auf den Sattel drauf, wenn es brenzlig wird. Ich brauche einfach 20 Hände, dass die alles regeln können. Auch nicht schlecht, aber ich glaube, bei 20 Händen verwirrt es nur. So, 40. Zu viel Stroh habe ich hier. Mann, Mann, Mann.
Gott, ich kann... Oh, ich brauche Fasern. Scheiße, deswegen geht's jetzt gerade nicht. Also doch zu wenig Fasern dabei, ja? Anscheinend, ja. Nein, die Mob steht gleich auf. Schnell. Hast du noch ein paar Fasern? Nee, ne? Ich habe auch keine mehr. Okay, das heißt... Wir haben jetzt die ganzen Fasern in der Base gelassen. Das ja. So. Habe ich auch, naja. Naja, dann fange ich mal schon an, ein bisschen zu farmen. Das sind ja auch nicht so viele Fasern, die man da braucht, glaube ich. Das sind vielleicht immer 10 oder so, oder 15, ne? Ja, es sind ja viele, stimmt. Kriegt man leider mit dem Trike nicht, da braucht man einen Affen. Wenn man so einen Affen hat, der sammelt ununterbrochen Fasern. So gerade ein Affe. Ja, vielleicht isst er die Bären beim Sammeln und lässt dann irgendwie was zurück, so die Fasern. Packt die ein, keine Ahnung. Ja, der, kann der große auch sein. Affe, der kleine Affe sammelt nur Bären. Ach, der große, der Riesenaffe. Genau. Huch, hier ist ein Dodo gestorben. Direkt neben meinem. Die Morpho. Oh Mist. Hier kann ich die Holzwahl. Hier kann ich nicht mehr weiterbauen. Holzboden kann nicht gesetzt werden. Ist versperrt. Was? Vielleicht geht's ja noch in eine andere Richtung. In welche denn? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht gesehen, wie du gebaut hast. Ist ja egal, in welche. In irgendeine. Naja, ich mach zum Strand hin nochmal einfach. Komm. Die Hütte kann ja auch eine andere, also eine andere Richtung ausgerichtet sein. Das muss ja nicht unbedingt hier zur Insel sein, sodass wir nur so hineinkommen können oder so. Ja, irgendwie geht es. Irgendwie geht es. Also 4x4 sollte die mindestens groß sein und dann wäre es halt, finde ich, da können wir ein bisschen was unterbringen und so. Und dann können wir uns schon an den Zaun machen. Ja. Jetzt gucke ich erstmal, wie viel Tier heute ich insgesamt habe. Huch, wo sind meine Tier heute hin? Im Dilo waren vorhin noch Tierhäute drin. Hast du dir die rausgenommen? Ja, ach, da sind sie. Manchmal verliere ich den ganzen Überblick hier mit so vielen Sachen im Inventory. So. Es ist ziemlich unübersichtlich hier immer. Ja, du spielst halt auch nicht so lange. Da gewöhnt man sich dran. Na, ob ich mich daran gewöhne? Ja, du... Bist dann eher gewohnt, die nach bestimmten Bildern Ausschau zu halten, wenn du noch weißt, wie die aussehen und so. Naja, kann für mich gut sein. Ist das alles gar kein Problem mehr. Außer die Bola, die, weil die neu für mich ist, finde ich die auch nicht. Okay, jetzt kann ich zwar einen Sattel machen, jetzt fehlen mir aber noch Fasern und Holz. Nimm mal, dir einfach Holz aus der Truhe. Sag mal Fasern, ja, aber Fasern brauche ich auf jeden Fall. Kann ich dir auch bringen, lege ich ja, in die Truhe rein. Ich gammel auch gerade hier wieder ein bisschen Sachen auf. Hab ich noch eine Fackel? Ich habe noch eine Fackel. Die schmeißen wir ab. So. Also gehen ja zum Glück schnell. Ja, heute war nur... Ist doof, dass wir die nicht mitgenommen haben. Ja, das macht nichts. Heute ist nur Außenposten dran. Muss ja nicht alles schnell gehen, hopp hopp. Das, wir haben genug Zeit. Schnell. Ich habe schon zwei gute Kumpels, die wollen das immer alles ganz schnell machen. Davon bin ich keiner, die machen noch schneller als ich. Ja, ja, stimmt. Der eine packt da so ein Skyrim mal in einer Woche durch schnell. In einer Woche? In ein paar Tagen? Vielleicht. In ein paar Tagen, okay. Ein paar Tage meint wirklich so 2-3 Tage. Das sind so ein konzentrierter Spieler, kann man sagen. Ne? Ja, der geht halt auch den... Das sich so, dass er dann am Stück alles durchzockt und dann ist es auch schnell vorbei. Ja, der geht halt auch den Nebenquests nicht wirklich manchmal nach. Oder sieht man die... nicht in der Form, was die alles hergeben manchmal. Ja, ne? Ja. Sondern halt schnell zack, zack, Nebenquests, zack, aufgenommen, zack, abgegeben, fertig. Ja, oder sieht die Schönheit der Welt dann auch öfter einfach nicht. Na bitte, da haben wir schon einen Dimorpho. Die nenne ich jetzt mal Außenposti. Nee. Na, Außenposti. Ist auch ein guter Name. Paula. Paula! Wie sieht's denn aus mit dem Sattel jetzt?
Oh, fehlen mir noch immer Fasern. Gut, weiter Fasern gammeln. So, ich komme jetzt, ich gebe dir die Fasern. Was hast du da um den Hals? Ah, ist ja geil. Ah, sitzt jetzt auf der Schulter. Ist ja cool. Pauli, die Paula. Ich kann es mir leider selbst nicht angucken, weil es bei uns im Server nicht eingeschaltet ist. Ich kann nicht rauszoomen. Nur wenn ich auf dem Trike sitze, sehe ich vielleicht. Das kann sein. Ist aber trotzdem cool. Ja, so. Schön den Sattel gemacht. Ich hab das aber lieber, dass die rumfliegen. Um mich herum. So. Jetzt schau ich mal. Bringen die eh nix. Muss ich den Sattel im Inventar behalten? Den Sattel legst du dem Raptor ins Inventar. Der hat ein eigenes. Okay. Schau ich mal. Und dann kannst du ihn ausrüsten mit dem Sattel. Wo ist er denn? Da haben wir einen Raptorensattel. Zack. Sattel. Juhu. Komm mal her, jetzt. Weinen wir mal. Jetzt Rüstungsstutz. Jetzt stirbt er nicht mehr ganz so schnell. Okay. Ist auch cool. Jetzt weinen wir mal ein hier. Geil. Ja. Der kann sich aber nicht bewegen. Der ist überladen. Wie steige ich denn wieder ab eigentlich? Es geht leider schnell mit dem Raptor. Auf dem gleichen Knopf? Hm? Mit E? Ich bin auch nicht mit E aufgestiegen, deswegen. Ich habe das Menü, Ringmenü aufgerufen gehabt. Ach okay. Wir machen später noch mal eine Rundreise hier, aber jetzt zuerst will ich ja dieses verdammte Ding hier fertig kriegen. Ich glaube, Thatch hast du genug, also Stroh. Ja, Stroh habe ich viel zu viel, da brauche ich auch nichts mehr.